Ihr kennt alle das Sandmännchen, richtig? Falsch. Überzeugt euch selbst. Gruselix erzählt euch die wahre Geschichte. Böse Träume. Lichter der Polizeifahrzeuge flackerten durch die Nacht. Sie wurden von den umliegenden Häusern reflektiert, während der Coroner das ältere Ehepaar Benton komplett von einem Laken verhüllt mit einer fahrbaren Bahre aus dem Haus fuhr. Polizeisirenen weiterer Fahrzeuge waren zu hören. Neugierige Nachbarn standen in Pyjamas und Nachthemden an ihren Gartenzäunen und beobachteten die unheimliche Szene. Niemand wusste, was passiert war. Die Polizei befragte einige der Nachbarn, von denen aber niemand etwas gehört oder gesehen hatte. In der kleinen amerikanischen Kleinstadt namens Mount Whitmark herrschte eine bedrückende Stille, die selbst das lebhafteste Treiben erstickte. Die Luft war schwanger von einer unerklärlichen Angst, die jeden Bewohner umklammerte. Eine mysteriöse Todesserie hatte die Stadt fest im Griff. Und die Bewohner wurden von einer unerklärlichen Dunkelheit umgeben. Den Todesserienauftakt hatten die Bentons gemacht. Die Opfer wurden völlig ausgetrocknet aufgefunden, ihre Körper so dehydriert, als hätten sie tagelang in der glühenden Wüstensonne verbracht. Doch das Seltsamste und Unerklärlichste war der feine Sand, der sich in ihren Betten befand, als hätte der Wüstenwind ihn durch die Fenster getragen. Dieser Sand schien die unheimliche Handschrift des Todes zu tragen. Mount Whitmark war ein verträumtes, kleines Städtchen am Fuße des Mount Whitmark, eines 2000 Meter hohen Bergs inmitten eines Waldgebiets in Colorado. Das Städtchen war bekannt für seine Pancake-Spezialitäten, die von klassischen bis hin zu Pancake mit Speck und Kräutern reichte. Menschen aus dem ganzen Land besuchten Mount Whitmark. Doch nun überschattete die Spur des Todes dieses idyllische Fleckchen. Die Bevölkerung lebte in ständiger Angst. Die Nächte waren erfüllt von einem beklemmenden Schweigen, nur unterbrochen von den gedämpften Schreien derer, die von Albträumen heimgesucht wurden. Jede Nacht verbarrikadierten sich die Bewohner in ihren Häusern und wagten kaum ein Auge zu schließen. Die Gerüchte über den mysteriösen Todesursprung verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und die Menschen flüsterten verzweifelt, um die unheimliche Stille zu durchbrechen. Einige sprachen von einem Fluch, der über die Stadt gelegt wurde, während andere behaupteten, dass es das Werk eines Dämons sei, der aus den Schatten der Nacht auftauchte, um seine Opfer zu holen. Manche wagten sogar zu spekulieren, dass ein Serienkiller seine Opfer irgendwie mumifizierte. Doch alle diese Spekulationen waren nur ein schwacher Versuch, das Unfassbare zu begreifen. Sie nannten den Killer den Sandmann. Die örtliche Polizei stand vor einem Rätsel, das ihre Fähigkeiten überstieg. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Patrouillen konnte sie keine brauchbaren Hinweise auf den Täter finden. Sie müssten das FBI hinzuziehen. Aber bis die Bundespolizei eintreffen würde, müssten sie noch selbst an dem Fall arbeiten. Viele Bewohner begannen, ihre Häuser mit Salz und Kreide zu markieren, in der Hoffnung, dass es sie vor dem Unbekannten schützen würde. Doch selbst die alten und abergläubischen Bräuche schienen machtlos gegen die Dunkelheit, die über Mount Whitmark herrschte. Immer wieder wurden neue Opfer gefunden. Der Killer machte selbst vor Kindern und Jugendlichen nicht Halt. Die Zahl der Toten stieg rasant an. Einige Einwohner wollten ihre 7 Sachen packen und Mount Whitmark verlassen. Doch wurden sie in der Nacht vor ihrer Flucht schon getötet.
Man vermutete eine Methode dahinter. So spekulierte man in den Kreisen, die nicht an einen amoklaufenden Dämon glaubten, dass es kein normaler Killer wäre. Sie müssten herausfinden, warum er tötet, um ihn so analysieren und zu stellen. Die Nächte brachten keine Erleichterung, sondern nur neue Opfer, deren Körper so ausgetrocknet waren wie die Wüste selbst. Die Angst griff um sich wie ein dunkler Schatten, der über der Stadt lag und jede Hoffnung auf Erlösung zu ersticken schien. Das junge Ehepaar Brenda und James Holbrook lagen im Bett, küssten sich und sagten sich gute Nacht. Sie hatten ihre Schlafzimmertür geschlossen und das Fenster zugemacht. Die Alarmanlage war auch eingeschaltet. Jetzt sollte niemand ins Haus eindringen können. Sie drehten sich auf die Seite und schliefen kurze Zeit später fast zeitgleich ein. Als Brenda und James tief in der Nacht fest schliefen, drehte sich leise der Schlüssel der Schlafzimmertür. Sie öffnete sich erst einen Spalt. Ein Windhauch zog ins Zimmer und eine dunkle Gestalt betrat den Raum. Die Augen glühten. Der schwarze Mantel, in den sie gehüllt war, raschelte kaum hörbar. Als die Gestalt vor dem Bett stand, streckte sie den Arm aus und öffnete die Hand. Sand flog wie ein Bienenschwarm durch das Zimmer, kreiste herum und flog dann auf das Bett zu. Als es die beiden Schlafenden erreichte, bedeckte er ihre Körper. James wurde wach und entdeckte die dunkle Gestalt mit den glühenden Augen. Völlig geschockt wollte er schreien, aber er bekam keinen Ton heraus. Der Sand schoss ihm in den Mund. Dann ging alles ganz schnell. James' Augen weiteten sich und wurden plötzlich trüb. Sein Körper mumifizierte blitzschnell. Brenda erging es ebenso. Sie schlief und bekam nicht mit, dass der Sand in ihre Nase einzog. Ein Leuchten umgab die beiden völlig dehydrierten Körper. Dann sog die Gestalt das Leuchten in sich hinein und verließ als Schatten den Raum. Er hinterließ seine typische Sandspur im Bett der beiden Toten. Brenda und James wurden am nächsten Tag gefunden, da Brenda nicht in der Schule erschien. Sie war die Direktorin der örtlichen Grundschule. Als sie nicht erschien, machte man sich Sorgen um sie und rief sie an. Als sie sich dann nicht meldete, schickte man einen Streifenwagen. Die Einwohner von Mount Whitmark waren sensibilisiert aufgrund der derzeitigen Situation. Die Polizei entdeckte schließlich das Ehepaar in ihrem Bett. In der darauffolgenden Nacht kam es dann zu einem weiteren Vorfall im Mount Whitmark. Eine alleinstehende ältere Frau namens Martha lebte in einem abgelegenen Haus am Rand der Stadt. Sie hatte sich hinter dicken Vorhängen und verschlossenen Türen versteckt, in der Hoffnung, dass der Sandmann, der in der Stadt umging, sie nicht finden würde. Doch die Dunkelheit war gnadenlos und der Sandmann fand immer einen Weg, seine Opfer zu finden. Als Martha sich in ihrem Bett verkroch, lauschte sie jedem Geräusch, das draußen erklang, und betete, dass der unbekannte Killer sich verschonen würde. Doch ihre Gebete blieben unbeantwortet, als sie plötzlich das Rascheln von Sand hörte, der durch ihre Schlafzimmerfenster wehte. Sie wusste nicht, was sie da hörte, aber sie wusste, dass etwas hineinkam. Ihr Herz raste vor Angst, als sie sich unter ihre Decke verkroch und versuchte, sich vor dem unerbittlichen Angriff des Unbekannten zu schützen. Doch ihre Bemühungen waren vergebens, als sie plötzlich spürte, wie sich kalte, knorrige Finger um ihre Kehle legten und sie brutal aus dem Bett rissen. Sie starrte ungläubig in das Gesicht des Sandmanns. Martha schrie vor Schmerz und Angst, als der Sandmann sie mit ungeheurer Kraft gegen die Wand schleuderte. Ihre Knochen krachten unter dem Druck seines eisernen Griffs. Sie spürte, wie der Sand in ihren Mund eindrang und ihr die Luft abschnitt, während sie verzweifelt um Luft rang.
Doch niemand kam ihr zu Hilfe, als der Sandmann sie brutal dem Tod entgegenführte. Ihr letzter Gedanke war ein verzweifeltes Flehen um Gnade. Doch der Sandmann kannte keine Gnade, nur den kalten Griff des Todes. Am nächsten Morgen fand ihr 16-jähriger Enkel Jensen Marthas leblosen Körper in ihrem Schlafzimmer. Ihre Augen leer und ausgetrocknet, ihr Gesicht verzerrt vor Schmerz und Entsetzen. Er schrie, als er sie so sah, und seine Eltern, die unten im Wohnzimmer warteten, kamen sofort nach oben gelaufen, starrten völlig geschockt auf die surreale Szene, die den mumifizierten Körper Marthas auf dem Bett preisgab, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Die Bewohner von Mount Whitmark waren erschüttert von der immer steigenden Grausamkeit des Killers und beteten, dass es bald vorbei sein würde. Als die Polizei, der Bürgermeister und auch alle übrigen Bewohner nicht mehr weiter wussten, versammelten sie sich eines Abends in der örtlichen Kirche, um nach Antworten zu suchen und einen Funken Hoffnung in dieser finsteren Zeit zu finden. Pater Williams stand vor der versammelten Menge und versuchte Trost zu spenden, doch seine Worte wurden von der Furcht erstickt, die die Luft durchdrang wie ein kalter Nebel. Plötzlich erhob sich ein alter Mann aus der Menge, sein Gesicht von einem Schleier der Trauer umgeben. Und er erzählte von einer uralten Legende, die seit Generationen in seiner Familie weitergegeben wurde. Eine Legende, die in den dunkelsten Ecken der menschlichen Vorstellungskraft wurzelte. »Es ist die Arbeit des Sandmanns«, flüsterte er mit zitternder Stimme. Und seine Worte schienen die Luft zu durchdringen wie ein eisiger Windhauch. »Eine düstere Gestalt, die in der Nacht kommt und den Menschen den Schlaf raubt. Er streut Sand in ihre Augen und ihre Betten, saugt ihre Lebensenergie aus und hinterlässt nichts als verkrüppelte Hüllen. Man sagt, dieser Dämon kommt aus dem alten Ägypten. Man sagt, er wurde aus der Schlaflosigkeit geboren. Verabschiedet euch von der Vorstellung des netten kleinen Sandmännchens. Das hier ist etwas völlig anderes. Etwas Grausames und Brutales. Ein Wesen ohne Gnade und Gewissen.« Der alte Mann atmete schwer und setzte sich erschöpft wieder. Sein Gesicht verzerrt vor Angst. Ein Raunen ging durch die Menge, als die Bewohner die Worte des alten Mannes hörten. Und seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Doch bevor er weiterreden konnte, wurde die Kirche von einem ohrenbetäubenden Schrei erschüttert, der die Schatten in den Ecken zum Zittern brachte. Alle starrten auf das Podium, wo Pater Williams stand, seine Augen weit aufgerissen vor Entsetzen. Er deutete auf die Tür. Ein feiner Sandstaub fiel von den Rändern herab, wie der Schleier des Todes. Alle sahen sich um, ihre Blicke voller Panik und Verzweiflung. Dann sprangen die Bewohner auf und sammelten sich panisch auf dem Podest des Paters. Ihre Herzen klopften im Takt des Unheils. Alle sahen gebannt, voller Angst auf die Tür, als würden sie dort die Pforten der Hölle erwarten. Der alte Mann flüsterte: »Ich habe es euch gesagt.« Seine Stimme, ein leiser Hauch in der gespenstischen Stille der Kirche. Es war jetzt totenstill in der Kirche, als hätte der Tod höchstpersönlich seine Hand über die Welt gelegt. Niemand traute sich auch nur zu atmen. Und das Rieseln des Sandes war das Einzige, was zu hören war. Das monotone Flüstern des Verderbens. Dann knallte es an der Tür und die Menschen zuckten zusammen. Ihre Herzen pochten im Takt der Panik und des Todes. Ein scharfer Windzug fuhr durch die Kirche und die Kerzen flackern dabei wie verzweifelte Seelen im Sturm. Die dunkle Gestalt trat in den Raum. Ihr Mantel flatterte im Wind, der durch die offene Tür wehte, wie ein Ruf aus der Finsternis. Die große, schwarze Kapuze verhüllte sein Gesicht, doch die Augen leuchteten wie Glut in der Dunkelheit. Die Bewohner erstarrten vor Schreck, als sie den Sandmann sahen.
die Verkörperung ihres tiefsten Schreckens, der Albtraum, der aus den Schatten der Nacht geboren wurde. Seine Stimme fuhr durch Mark und Bein. Gute Nacht. Er kommt, um uns zu holen, schrie jemand aus der Menge. Und in wilder Panik brach ein Chaos aus, das den Raum zu verschlingen schien, wie ein hungriges Ungeheuer. Die Menschen stolperten übereinander, während sie versuchten, aus der Kirche zu fliehen. Ihre Schreie verloren im tobenden Sturm der Verzweiflung. Manche versuchten, aus den Fenstern zu springen, während andere zum Hintereingang eilten, um dort der Bedrohung zu entkommen. Doch der Sandmann war überall. Seine kalten Finger streiften die Wangen derer, die er berührte, und ließen einen eiskalten Schauer über ihre Haut laufen. Das Flattern seines Mantels war in der gesamten Kirche zu hören. Ein düsteres Lied des Untergangs, das die Herzen der Menschen erzittern ließ. Der Sand der Kreatur haftete an ihnen wie eine düstere Erinnerung in ihrer Endlichkeit. Und sie wurden schwächer mit jedem Atemzug, der ihnen entwich. Sie dehydrierten blitzschnell. Ihr Leben entwich ihnen wie der Sand zwischen den Fingern und sie stürzten tot zu Boden. Ihre Körper verdorrt und leer wie die Wüste, aus der der Sandmann geboren wurde. Das wütende Knurren des Sandmanns erfüllte den Raum. Ein Klang, der die Seele durchdrang und das Mark der Menschen erzittern ließ. Niemand schaffte es aus der Kirche heraus. Sie waren gefangen in einem Albtraum, der keinen Ausweg kannte, umgeben von den Schatten des Todes. Als der Sandmann durch die Kirche schritt, hinterließ er eine Spur des Schreckens und des Todes. Einige der Bewohner, die ihn berührten, spürten, wie ihre Haut zu trocknen begann und rissige, schmerzhafte Risse bildete, als ob das Leben aus ihnen herausgesaugt würde. Andere hörten leises Flüstern in ihren Köpfen, das sie langsam in den Wahnsinn trieb, während sie den verzweifelten Versuch unternahmen, sich gegen die unaufhaltsame Macht des Sandmanns zu wehren. Eine junge Mutter, die verzweifelt versuchte, ihr Kind zu schützen, fand sich plötzlich von einer unsichtbaren Kraft ergriffen, die sie von ihrem Kind trennte. Sie konnte nur hilflos zusehen, wie ihr Kind von unsichtbaren Händen ergriffen und in den Bann des Sandmanns gezogen wurde, bevor sie selbst zu Boden fiel, ihre Augen leer und ihr Körper leblos wie eine Puppe. Diejenigen, die versuchten, sich zu verstecken, fanden sich plötzlich von einer undurchdringlichen Dunkelheit umgeben, die jeden ihrer Schritte verfolgte und jeden Versuch, dem Schrecken zu entkommen, vereitelte. Andere hörten das leise Klirren von Ketten, die sich um ihre Handgelenke legten, während der Sandmann sie langsam zu sich zog, um sie in seine ewige Sammlung von Seelen aufzunehmen. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, stolperten über die leblosen Körper ihrer Nachbarn, die wie leere Hüllen auf dem Boden lagen, ihre Gesichter eingefroren in einem Ausdruck des Entsetzens. Doch selbst in ihrem hastigen Lauf konnten sie dem Schicksal nicht entkommen, das sie unaufhaltsam in seine eisigen Klauen zog. Als der Sandmann schließlich die Kirche verließ und die Stadt in Dunkelheit und Tod zurückließ, blieb nur noch das Flüstern des Windes, das durch die verlassenen Straßen wehte, ein düsteres Echo der Tragödie, die sich dort abgespielt hatte. Schließlich, als eine Handvoll Überlebender der Stadt verzweifelt vor der drohenden Dunkelheit flohen, verschwand der Sandmann genauso plötzlich, wie er gekommen war, und ließ die Stadt in Stille und Tod zurück. Ein düsteres Monument des Grauens, das über Mount Whitmark herrschte. Mount Whitmark wurde nie wieder bewohnt. Seine Straßen waren verlassen, seine Häuser verwaist. Eine weitere Geisterstadt. Diejenigen, die das Grauen überlebt hatten und aus der Stadt geflohen waren, versuchten die Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse zu vergessen. Doch die Legende des Sandmanns lebte weiter. Ein düsteres Kapitel in der Geschichte einer vergessenen Stadt, das in den Albträumen derer weiterlebte, die es überlebt hatten.